Und schon sind wir auch wieder zurück bei Let's Play The Last of Us. Ja, und jetzt holen wir da mitsamt diesem schönen, mit dieser schönen Palette, die da schwimmt, holen wir jetzt die Kinder von drüben. Ellie und Sam. Ja, weil die ja können ja alle nicht schwimmen. Das ist echt ein Desaster, wenn du hier in der Welt nicht schwimmen kannst. Aber lernst ja nicht mehr. Okay, ich muss es hier vorfahren scheinbar. Na los, Ellie. Na also, sehr schlau. Und weiter geht die Fahrt. Es wird Zeit, dass wir hier rauskommen. Oh, so ist doch eigentlich ganz lustig eigentlich, finde ich. Also ich würde gerne auf so einer Palette rumgefahren werden. So. Würden Sie bitte absteigen? Sie haben hier rüber zu fahren. Habe ich irgendwas verpasst? Wir müssen doch da weiter durch, oder? Lass dir Zeit. Es ist toll auf diesem Ding. Ach so, willst du noch ein bisschen rumkutschiert werden? Eine kleine Runde hier mit der Ellie? Na, plötzlich macht Spaß. So, probieren wir es mal aus. Ach, zum Generator, natürlich. Da müssen wir ja auch lang, ich Hampelmann. Sieh nach, ob der Generator noch Saft hat. Hier geht gar nichts. Ob das so gut ist, was jetzt gerade passiert? Ich glaube nicht, dass es geklappt hat. Ja, sag's lieber nicht laut. Okay, jetzt könnt ihr mich mal aus dem Wasser rausholen. Das wäre nett. Aber wisst ihr was? Nee. Wenn wir da doch gar nicht durch diese Höhle wandern müssen, will ich wenigstens schauen, was in dieser Höhle war oder ist. Vielleicht ist da irgendwas Tolles drinne. Weil dann nehme ich die Höhle auseinander, weil ich dachte, wir müssen da zur Höhle. Aber da hatte ich den Generator völlig verdrängt schon in der letzten Folge. Was ist denn dann hier drinne? Krempel einfach nur. Na, so viel dazu. Das war's dann auch schon. Aber schöne Ecke, ne? Höhle vor allem ist einfach nur so... zusammengebrochener Krempel von der Straße. Das bildet in so einer Welt von wie The Last of Us da eine Höhle. Ist ja auch irgendwo Gestein nur, ne? Ist ja nicht so groß anders. So, weiter wird darüber geschwommen. Und dann hilft uns Henry hoch. Und da bin ich mal gespannt, was sich hinter dem Tunnel da verbirgt. Ich würde sagen, jetzt sei beeindruckt. Wir sind schon Profis darin. Und der Spaziergang geht weiter. Unser postapokalyptischer. Oh, da will ich nicht drunter lang. Da musste 15 Jahre nachher noch. Erstmal sage ich hier den Krempel ein. Cool, Werkzeug, geil. Erreichte Werkzeugstufe 3, liebe Freunde. Hammer. Da freut sich wer. So, kurz ein Medikit produziert. Und ja, Messerchen kann eigentlich nicht schaden. Und da können wir eigentlich auch noch einen Slot für nutzen. Ach, die ist ja schon aufgepimpt. Okay. Dann nehme ich das zurück. So, jetzt können wir den Kram wieder mitnehmen. Ressourcenmanagement und so. Eigentlich geht es uns ganz gut momentan. Wir haben Freunde gefunden. Wir sind gut ausgerüstet. Es kann eigentlich nur schlimmer werden. Eine Akustikfalle. Eine Alarmanlage. Ich kann gar nichts hören. Hier hat wohl mal jemand gewohnt. Das scheint aber nicht mehr der Fall zu sein. Wer wohnt denn hier? Jemand, der das hier für ein gutes Versteck hielt. Boah. Die Hausregeln.
Der hat sie eigentlich gut verbarrikadiert. Ob der Typ nicht überlebt hat, kann ich mir kaum vorstellen. Obwohl, das waren vielleicht auch zu viele Banditen. Geil! Was ist das denn für eine Flinte? Shorty, Alter! Ha! Da bin ich immer sehr gespannt. Johnny Rocket. Super. Er lehnt nicht. Beruhig dich. Hey Sam, ja? Stell dich mal darüber. Okay. Bereit? Okay. Oh, Henry, hast du das gesehen? Ich war leise, okay? Ja. Sorry. Gut, können wir noch irgendwelchen Kram basteln aus dem Zeug, was wir gerade gefunden haben? Sieht nicht gut aus. Da können wir auch mal was basteln. Noch eine Sprengfalle, die ich ja so oft benutze. Unglaublich oft. Ja, und diese Zuckerrauchbombe, ey, die habe ich noch nicht einmal angewendet. Muss ich mich echt mal gewöhnen, dass ich das mal tue. Ich aktiviere sie jetzt. Ich bin ja fast schon drauf und dran, die einfach mal irgendwo hinzuwerfen, nur um die zu zeigen, was die so kann. Ah, Erfahrungsdrops. Alter, hätte ich die beinahe liegen lassen. Hätte ich sehr sicher über hier Ärger bekommen. Okay. Hier ist echt viel Stuff, ey. Schön, gefällt mir. Haben wir vorne noch irgendwas? Nö, sieht nicht gut aus. Super. Ja, Freunde. Dann lasst uns mal weiter auskundschaften hier. Auf jeden Fall haben wir einiges mitgenommen. Das bedeutet, wir sind jetzt recht gut ausgerüstet. Ich könnte mir vorstellen, bald lauern uns weitere Gegner auf. Hörst du das? Leise. Was habe ich gesagt? Scheiße. Ich hasse Infizierte. Ich hasse sie. Da habe ich auch kein Herz für virtuell Infizierte. Lass mal kurz lauschen. Die sind da auf jeden Fall. Da sind, glaube ich, welche. Ruhig. Oh oh. So, der wäre down. Nächster bitte. Ich übernehme den Nahkampf. Oh, Achtung, Blicke. Yeah, rein mit dem Messerchen, hä? Wie gefällt dir das? Tja, wir wissen wohl, was mit ihnen passiert ist. Dem Klicker nach zu urteilen, sind sie schon länger tot. Wir gehen weiter. Wir können nur hoffen, dass es nicht noch mehr davon gibt. Frage. Die Hausregeln haben nicht geholfen, die Hausregeln. Also wirklich. Oh fuck, haben die sie in Klicker verwandelt? Was rennt hier rum? Ih, Alter, die übelsten Kakerlaken. Madagaskar-Kakerlake oder so. Das ist, glaube ich, die größte. Ich habe den Namen vergessen. Ich hatte den letzten noch auf Lager. Oh, und das sind Ratten. Alter, die Typen haben mich fertig gemacht gerade. Aber geil. Auf jeden Fall richtig spannend, Gänsehaut. Okay, hier geht's ein Türchen. Und ich würde sagen, das öffnen wir noch, bevor wir da weiter schlawinern. Was haben wir hier Schönes in der Räumlichkeit? Oh, ein Schaukelpferd. Ach, was ist das denn hier gewesen? Oh mein Gott. Ich glaube, das ist ein Abschiedsbrief in der Klemme. Wir sind gefangen. Wahrscheinlich sind alle tot. Einige von den Kleinen sind bei mir. Die Infizierten stehen vor unserer Tür. Ich weiß nicht, wie lange wir es noch aushalten. Wenn Ish und die anderen am Leben sind, können sie uns vielleicht erreichen. Wenn es soweit ist, werde ich es schnell tun. Kyle. Himmel. Oh, Backe. Ja, die Kinder wurden gerichtet. Bevor sie sich zu Infizierten verwandeln konnten. Oder halt von ihnen aufgefressen werden, was auch immer. So ein lecker Arm. Übel. Das ist schon krass, wenn so eine Infektion ausbrechen würde, einfach, was würdest du machen, ne? Bringst du dich um oder verwandelst du dich, wenn du keine Chance mehr siehst? Da bringst du dich doch wirklich lieber um in so einer Situation.
Bah, die rennen hier schon an den Wänden lang. Habe ich nicht letztens noch darüber geredet in der Folge, dass ich keine Insekten so gerne mag? Vor allem nicht zu Mittag. So, weiter geht's, Freunde. Vorsicht. Da kommt Licht rein. Hier war wahrscheinlich mal so ein Regengitter oder so, damit er ordentlich ablaufen konnte. Hey, ob es hier rausgeht? Kann sein. Aber da kommt man nicht hoch. Vielleicht kommt man auch anders dahin. Vielleicht durch diese Tür hier. Oh, fuck. Sam! Oh. Ja, alles okay. Ich habe ein Sicherheitstor ausgelöst oder so. Henry, kriegen wir das hoch? Also, das ist seltsam. Ja, ich weiß. Klicker! Was? Hey, das Ding bewegt sich nicht. Dann weg, verschwindet. Sam, du bleibst bei ihm. Henry, wir müssen weg von hier! Pass auf ihn auf! Los! Wie viele zur Hölle sind das? Die schaffen das. Ja, ich weiß. Okay, Kleiner. Wir müssen einen Weg hier rausfinden, ja? Oh Mann, oh Mann. Okay. Ellie ist weg. Und wir hängen jetzt hier. Mit Sam. Mit dem Bruder von Henry, dem Kleineren. Jetzt müssen wir auf ihn Acht geben. Der Infizierte? Ist der Infizierte der Hinweis? Boah, wie viele Kakerlaken hier sind. Hast du gesehen? Scheiße. Rennt der auf uns zu oder rennt der einfach nur rum? Ich schnapp mir mal lieber die Schrot. Okay, kommt her, ihr Penner, hä? Kommt her! Ruhig, Braun. Lade nach. Der Tag der Abrechnung ist gekommen hier. Der Kammerjäger ist da, liebe Freunde. Alter, wie viele sind das? Ich glaube, ich habe mich übernommen. Guck mal! Ach, nochmal? Dann lächel mal hier für die Kamera. Und du auch. Oh, fuck. Scheiße, nicht gut. Oh mein Gott, gar nicht gut. Oh, das ist unser Freund. Guck es auf die Fresse. Aber richtig. Okay, ganz kurze Ruhepause hier. Freunde, Freunde, das ist mega übel gerade. Ich pimm kurz die Waffe auf. Ansonsten sind wir ganz gut ausgestattet. Abgesehen von der Schrotflintenmunition, die ich ordentlich verpasst habe, erfolgreich. Deswegen sollte ich die Waffe wechseln. Vielleicht gehen wir auf den Shorty. Hey, der müsste eigentlich eine ähnliche Wirkung erzielen, oder? Fuck, sind die krass. Da hätte ich mich niemals durchschleichen können, glaube ich. Wie die da rumwieseln, wie so kleine Wichtigtour. Shorty time! It's Shorty time! Adios, Amiga. Oh, du auch nochmal hier. Dein Grinsen wird dir noch vergehen. Patsch! Okidoki. Das sind immer noch welche. Alter, ist ja der Horror hier. Shorty time. It's just a little shorty time. Oh, fuck. Fuck. Nicht gut. Gar nicht gut. Lass mich los, du Ekelhafte. So, Nummer 1 wäre geschafft. Alter, wie krank. Und ich pimp die... Nein, ich habe keine Zeit zum Aufpimpen gerade. Da rennt noch einer von den Kandidaten rum und der ist nicht gerade freundlich gesinnt.
cool. Die Shorty hat sich gelohnt. So, jetzt reicht's aber. Axt esse. Wow, fuck. Nein, nicht schon wieder so einer. Du hast Mundgeruch. Wow. Sag nicht, das sind noch mehr. Das sind noch mehr. Was zum Teufel? Ich muss mich unbedingt heilen. Fuck. Schnell die Shorty nachladen. Zwei Patronen und einer geht down. Wenn ich richtig treffe. Oder ein Headshot, aber das kriege ich im Affekt nicht hin. Das kriege ich im Affekt nicht hin. Oh, einer reicht auch. Theoretisch. Passt gut. Wir müssen jetzt weiter. Alles klar? Ja. Oh. Bei mir ist nicht ganz alles klar. Also, das war gerade schon ziemlich krass. Heftig. Aber wir haben es überlebt. Ich bin froh drum. Ja, und den Schläger nehmen wir mit und dann basteln wir direkt. Komm, nutzen wir direkt die Gelegenheit, weil es uns gerade echt weitergeholfen hat. Scheiße, wir haben nicht genügend Klingen. Wir können diesen Baseballschläger nicht aufpimpen. Nicht verbessern. Keine Möglichkeit. Aber vielleicht finden wir ja hier ein paar Klingen. Wer weiß. Oh, schön, lecker. Kakerlaken und Leiche. Tolle Kombo. Boah, ich dachte gerade, das wäre ein Kind, war aber nur eine Puppe. Wie in der Schule? Warum hat es sie erwischt? Tja, wenn ich das wüsste. Sie haben sowas nicht verdient. Vielleicht steht ja Näheres hier. Ah, das ist eine Kinderzeichnung. Danny. Ish, unsere Beschützer. Ah, von denen hatten wir ja vorher schon Brief gelesen. Die Leiter runterholen? Ja. Mach schon. Na bitte. Gut gemacht. Vielen Dank. Hoffentlich geht's Ellie und Henry gut. Ich mache mir ja schon ein bisschen Sorgen. Na los. Kommt ja wie gerufen, im wahrsten Sinne des Wortes. Okay, jetzt hier runter, oder was? Alter. Oh, Scheiße. Joe, da sitzt sie. Sam! Gott sei Dank. Wir müssen schnell weiter. Durchgang, da drüben. Renn. Scheiße, Mann. Scheiße. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Renn, 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 renn. Oh mein Gott. Ellie, geh weg von der Tür. Mach weiter auf, schnell, komm. Komm schon, drück das Ding auf. Wir haben keine Zeit. Sam, er ist durchgekrochen. Scheiße, halt dich bereit. Dem gebe ich richtig ein. Wenn die da durchkommen, den gebe ich sowas von ein. Jetzt rennen. Komm, rennen ist besser. Nee, komm, lass scheiß auf das Teil, Alter. Wir nehmen den Basie mit. Wir haben keine Zeit. Schnell noch das Rohr da mitnehmen. Was ist da los beim Sarazar? Die Zombies sind hinter dir her. Ich weiß nicht, wie viele das sind. Und ich weiß nicht, wie lange die uns verfolgen. Oh Gott. Und ich weiß nicht, was hier noch so alles lauert. Auf jeden Fall Schrotflintenmunition, das ist schon mal etwas. Die kann ich mir nicht entgehen lassen, die ist zu wichtig. Komm, schnell schnappen den Kram. Hilf mir hoch! Ich kann durch das Fenster! Okay, eine Sekunde. Das ist nur ein Basie. Mach schnell! Hey, na los, Sam. Du bleibst nicht hier drin. Was ist mit dir? Ich komme klar. Komm schon, los! Oh mein Gott, wenn die kommen, ich gebe denen sowas von einen auf den Deckel. Achtung! Scheiße, Alter, scheiße. Fuck you! Nicht gut. Shorty, lass mich nicht im Stich, mein Kleiner. Ey, du kriegst ein Messerchen. Ab in die Kehle mit dir.
und Messer rein. Alter, was hält die aus? Die Troller, hä? Das kann ja wohl nicht sein Ernst sein. Und der nächste bitte. Komm schon. Wir machen die fertig. Ja. Und noch ein Messer. Hier, ich hab ein paar. Ich hab ein paar vorbereitet. Zack. Nein! Oh mein Gott, was für ein Kampf, was für ein Ende. Puh, in der nächsten Folge kriegen wir es auf jeden Fall hin.